und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist, eigentlich nicht heute, aber diese Woche ist ein bisschen alles verdreht. Zum einen entschuldige ich, dass meine Haare irgendwie heute so anders aussehen, aber ich habe die gerade vorher gewaschen und jetzt machen die, was sie wollen. Und ja, da habe ich hier eine Strähne, die sonst nicht da ist und da, und klar. Ja, darum soll es aber eigentlich gar nicht gehen. Ich habe auch, dieses Mal habe ich auch Leo hier. Ich war beim letzten Mal nicht da. So, der putzt sich gerade, dem ist also wieder mal alles egal, sei es drum. Ja, also heute geht es um folgendes Thema. Ich habe euch ja letztes Mal erzählt von dieser Situation beim Einkaufen, wo ich dann das erste Mal für mich so offen gesagt habe, okay, jetzt habe ich gleich zwei, jetzt kriegt erst der Haas, dann kommt Mutter vorbei. Los, Leo, mach schon. Ich bring's hinter dich. Gut. Los, Mama. Du willst bitte auch. Läuft bei mir. Und jetzt Leo nochmal. Zeig Oma, wo es zum Bad geht. So. Das machen wir jetzt so. Das so, kleine Dinge. Und jetzt kann Mama in Ruhe reinkommen, ohne dass man ihr Gesicht sah. So, Leo, hinterher. Du kannst sie noch stören. Okay, ja. Edna ist jetzt auch erledigt. Oh Mann, das Video ist chaotisch. Naja, also, nachdem nochmal ein Anfang. Jetzt muss ich noch schnell meinem Hasen den nicht fressen, Schatz, Hibu. Wenn du es nicht frisch kannst, kannst du es haben. Gut. Also, noch ein Anfang. Es schrubbt Mutter ihre Hände. Oh Mann. Also, ich war ja vor kurzem beim Einkaufen und als ich dort war, ich sagte nicht fressen. Wir fressen nicht den Plastikball. Entschuldigung. Jetzt muss ich eingreifen. Ich muss jetzt dem Hasen den Plastikball wegnehmen. Also es ist kein richtiger Plastikball, sondern eher so Schaumstoff. Und er ist der Erste, der ihn frisst. Also, ich bin gleich wieder da. Okay, also, letzter Versuch. Und da ist noch das Knie, Joe. Da muss alles abgeklärt. Also, und ein richtig fetter Fusel auf meinem Bildschirm. Entschuldigt mich eine Sekunde. Jetzt ist er weg. Besser. Also, ja, wie ich euch schon bereits erzählt habe, vor einiger Zeit die Geschichte mit dem Einkaufen, wo ich zum ersten Mal jemandem gesagt habe, dass ich ihn nicht wiedererkenne. Und da ist mir diesbezüglich ist mir was eingefallen. Das war jetzt Leo, entschuldigt. Dieses Video hat einen Mehrwert von null, entschuldigt mich. Also, als ich dann da war und dir gesagt habe, da ist mir eingefallen, ich habe mir jetzt einen Vorsatz gemacht für dieses Jahr. Ich weiß, es ist etwas spät, aber mein Vorsatz für dieses Jahr ist, meine Schwächen nicht mehr verstecken oder zu versuchen, anderweitig zu überdecken, sondern einfach mal offen und ehrlich dazu. Ah, als Letzte gefunden. Entschuldigt. Sondern offen und ehrlich dazu zu stehen, wo meine Schwächen sind, wo meine Problematiken sind und wo ich eben Hilfe brauchen, wo ich eben nicht selbst alleine die Sachen kann oder wo ich eben nicht so gut drin bin. Weil mein Motto dieses Jahr ist, dass, um mal die Geschichte zu erzählen, vor einiger Zeit hatte ich so einen Weisheit lässt grüßen Moment mit meinem Vater. Der saß auf dem Sofa, ungefähr mit den Händen so und hat so. Und ich habe ihm was erzählt, weil mich irgendwas ganz furchtbar aufgeregt hat, weil jemand was nicht beachtet hat. Und dann kommt plötzlich so ein, mein Kind, du kannst nicht erwarten, dass jemand weiß, was deine Problematiken sind, wenn du sie selbst versteckst. Und dann dachte ich mir, Alter, erstens, mein Vater hat gerade so weise gewirkt, das ist nicht normal, aber wirklich so richtig so erleuchtet. Wenn er nicht weggepennt, aber dieses Wegpennen hat den richtigen Effekt dazu gegeben. Und das andere war, ich habe mir gedacht, er hat recht.
Wir können nicht verlangen, dass andere auf unsere Schwächen oder unsere Problematiken oder die Sachen, die wir nicht so gut sind, Rücksicht nehmen, wenn wir sie ständig unter einem Deckmäntelchen von, ja, wie ich schon erzählt habe, von erzähl mir doch, wie es dir geht und so weiter, verstecken nach dem Motto, ey, ich weiß genau, wer du bist, weil du hast mich ja angeschwatzt und du bist der und der. Aber in Wirklichkeit denkt man sich nur, oh Gott, bitte. Lass ihn irgendwann mal den Namen fallen, damit er bevor das Gespräch zu Ende ist, ich sagen kann, also dann ciao und den Namen nehmen kann. Und ja, ich habe mir jetzt dieses Jahr vorgenommen, ich möchte zu meinen Schwächen und meinen, ja, wie sage ich es am besten? Handicaps. Meinen Handicaps stehen. Ich möchte lernen, das ist. Ich bespiele Handys zu kaufen. Ich lache mich tot, Mann. Recht fies. Nein. Die Nummer war gemein. Mein, wie will ich mir denn jetzt noch mehr oder mehr? So voll handysüchtig, aber es ist nur halb so schlimm, doppelt so schlimm, wie sie sagt. Ich habe so viel, ist es gar nicht. Das ist nur ein bisschen. Das ist eben. Okay, wisst ihr was? Vergesst es. Ich verteidige mich da jetzt nicht. Das ist jetzt nicht nötig. Ich muss mir nicht von meiner Mama weg. Ich habe mein Handy damals in der Steinzeit noch mit aus Steinen ausgekloppt sagen lassen. Ja. Und außerdem soll sie sich gar nicht beschweren, weil sie ist Nutznießerin, weil sie kriegt ja mein Handy irgendwann mal die abgelegten Handys. Also, ich stehe dazu, eins meiner Handicaps ist, ich kann furchtbar kindisch sein. Das ist jetzt aber echt nicht. Entschuldigt, aber das muss man sich angesehen haben. Wartet. Ja, es ist Leo. Leo hier. Ja, du kannst. Also ich erzähle euch die Geschichte weiter und ihr könnt so lange mal kurz bis da angucken. Also, das ist auch nicht nett, so dieses, schaut hier, das ist mein Stuhl, auf dem ich normalerweise drehe und der zockt da meine Nase oben drauf. Also wartet, Pause. Also das würde ich jetzt mal wirklich eine Videoaufnahme mit Handicaps nennen. Ja, also wo war ich stehen geblieben? Ja, ich versuche dieses Jahr auf jeden Fall etwas mehr dazu zu stehen, was ich für Schwächen habe, weil man kann nicht immer nur... Hat der dich jetzt auch noch gebissen? Wow, ihr beide seid die Könige des Ablenkens. Also, ich versuche mehr zu meinen Schwächen zu stehen und zu den Dingen, wo ich nicht so gut darin bin. Und du könntest dir mal für dieses Jahr vornehmen, ich base Oma nicht mehr ständig. Ja, oder zumindest knabber ich sie nur noch halb so schlimm an. Ja, dieses Video macht jetzt keinen weiteren Sinn. Eigentlich wollte ich euch mal total tief schürfen, das mitgeben und eine Lektion fürs Leben helfen. Und hier voll nett und unterstützend da sein. Und am Ende des Tages habe ich ein verpeiltes Video hochzählen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch irgendwie auch schon mal überlegt habt, eure Schwächen mehr auszuleben oder sie einfach offener darzulegen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an debell.readmyoutlook.com. Ich werde jetzt auf jeden Fall meinen Hasen ganz doll verkuscheln, meiner Mutter ihren Fuß küssen, wo der Hase drauf gebissen hat, damit es nicht so weh tut, und vielleicht ein Pflaster gegebenenfalls drauf machen. Und dann werde ich mich wieder ins Internet begeben und nach Handys suchen. Ich habe gerade wirklich ein kleines Problem. Ich suche gerade das perfekte Handy für mich, weil meins am Kaputtgehen war. Und ja, ist ein bisschen eine schwierige Geschichte. Aber die erzähle ich euch dann jetzt nächsten Mittwoch, weil dann müsste ich auch schon wieder ein Stück weiter sein. Also bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich wünsche euch eine tolle Zeit und ich wünsche euch, dass ihr auf keinen Fall, wenn ihr es so habt wie ich, ständig irgendwelche Karnickel euch hier auf den Drähte springen und mit blöde Witze machen. Also ich wünsche euch eine tolle Zeit. Wir sehen uns dann. Bis bald. Ciao.